Ich hatte Angst vor den Schmerzen. Ich hatte so schon Schmerzen und ich hatte Angst, dass es noch schlimmer wird, wenn da jetzt noch mehr, weiß ich, wenn da jetzt noch was passiert. Also es wird noch schlimmer. Ich feier uns so, wie wir sind. Ich feier uns so, wie wir sind. Also zum dritten Kind kann man das sagen. Man freut sich schon, aber man hat auch ein bisschen Angst, dass es nicht so klappen tut, wie wir es uns vorgenommen haben. Natalie hatte, obwohl sie keinen Schulabschluss hat, eine Zusage für einen Ausbildungsplatz zur Bürokauffrau in Teilzeit. Die Ausbildung hätte sie 2 Monate nach der Entbindung ihres dritten Kindes antreten sollen. Doch dann fand Kevin einen neuen Aushilfsjob bei einer Gleisbaufirma. Also ich würde es ja schon schön finden, wenn du zu Hause bleiben würdest. Ja, dann bleibe ich eben zu Hause. Ja? Ja. Bei dem Gedanken, dass Kevin jetzt dann arbeiten geht und ich komplett zu Hause bleibe und das, glaube ich, feststeht, ich glaube, da kriege ich richtig Kopfschmerzen bei. Es ist schwer, das zu machen, dass wir alle zufrieden sind, weil das Problem ist, Nadi möchte gerne arbeiten, ich will arbeiten. Und dann sind halt noch dann die drei Kinder noch da. Wer passt auf die auf? Das ist immer die Frage. Dann würde ich die erst, dann würde ich die errunden. Dann mach die Ecken nicht eckig, sondern rund. Das gefällt mir sogar nicht. Der, der macht, der macht, wie es dir gefällt, der fragt mich nicht. Die Entscheidung über Nathalies berufliche Zukunft ist mittlerweile endgültig gefallen. Die 19-Jährige wird ihre Lehrstelle nicht antreten. Also ich sag ja, wenn mich jemand fragt, ich bin nicht arbeitslos. Ich bin Vollzeitmama. Vollzeitmama, Hausfrau, Putzfrau, Köchin. So, alles im Eins. Ja, also dass Kevin zu Hause bleibt, ist eigentlich kein Thema mehr. Na klar, ich träume das zu, es ist gar kein Thema, aber ich glaube, es ist dann doch was anderes, wenn die Mama zu Hause beim Kind ist als der Papa. Klar, ein Mann kann das genauso machen, aber eine Mama macht es halt anders. Okay. Hi, Emma. Gut. Tschüss. Also es tut mir nicht leid, dass du nicht mit der Ausbildung anfangen kannst, weil sie hat sich das so entschieden, dass sie es so machen will und dann soll sie es so machen. Also ich finde es cool. Super, halt, ich wenigstens meinen Job. Also der erste Name war meine Idee, der zweite Name war Nathalies Idee. Schon klar. Ich wollte Emily damals schon Elena nennen. Aber anders geschrieben. Siehst du. Da hat er dir nicht gefallen. Nee. Jetzt machst du es mal ordentlich. Dann jetzt rück mal ein Stück. Möchtest du noch was? Ja. Ja. Naja. Ja, jetzt fällt die Hälfte auch noch runter. Da. Bist du noch ein paar? Komm her. Also ich würde es lieber heute raus haben als morgen, sagen wir es so. Weil, naja, es ist halt doch ein bisschen schwierig, denn wenn man dann andauernd Wehen hat, die dann auch extrem stark werden, wo man denkt, ja, ab in die Klinik, aber man weiß im Endeffekt, dass es eigentlich gar nichts bringt. Weil es halt, es sind zwar frühzeitige Wehen, aber sie bringen halt nichts. Schon gesagt, noch ein Kind will ich nicht. Nochmal will ich das nicht machen. Guck mal, da ist Mama. Du Arschloch! Da, na, guck mal, da kommt Mama angelaufen. Guck mal, Emmy, da kommt Mama. Nee, guck mal, da ist Papa, das fette Schwein. Hier. Ja. Wie? Also ich könnte es mehr genießen, wenn ich nicht schwanger wäre und mit denen zusammen hier reingehen könnte, aber ich traue mich da nicht rüber zu klettern. Ich habe Angst, dass ich auf die Nase fliege. Nein, nein. Ja, aber es ist schön zu sehen, wie sie sich freuen. Natalie ist dankbar für die Unterstützung ihres Mannes. Sie merkt aber auch, dass sie dadurch gerade bei ihren Töchtern nicht die erste Reihe spielt. Ja, also es sind beide Mädels Papakinder. Ich hoffe, dass es beim dritten ein bisschen anders wird.
Ja, Leonie sagt zwar Mama, aber die sagt auch Papa und die sagt auch Essen. Papa war ihr erstes Wort. Das gleiche wie Emily. Woran es liegt, keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, jede Mutter ist irgendwo glücklich und irgendwo traurig. Traurig, weil man halt, man gibt viel weg. Zum Beispiel Freizeit. Freizeit gibst du weg. Den Luxus, einfach mal irgendwo hingehen zu können. Aber dafür bekommt man auch ganz viel. Also was einem Kinder geben, das kann sich keiner sonst so ohne Kinder vorstellen. Manchmal hat die 19-Jährige Zweifel, ob sie alles richtig macht. Je näher es auf die Geburt ihres dritten Kindes zugeht, umso mehr kommt sie ins Grübeln. In 2 Wochen ist der errechnete Geburtstermin von Nathalies drittem Kind. Doch die 19-Jährige ist jetzt schon auf dem Weg in die Klinik. Die Geburt soll eingeleitet werden. Durch meine Frauenärztin kam das mit der Einleitung. Weil ich war von Termin zu Termin immer schlechter drauf. Am Ende wurden die Wehen dann halt auch immer heftiger. Aber sie haben halt nichts bewirkt. Und dann hat es mir halt eine Überweisung zur Einleitung gegeben, mit dem Grund zur Erschöpfung. Nathalies Mutter hält das Geschehen in der Klinik mit einer kleinen Kamera fest. Bevor die Ärzte über eine Einleitung entscheiden, kommt Nathalie an den Wehenschreiber. Ist der Befund komplett unreif, dann werden sie definitiv nicht einleiten. Um das abzuklären, machen die Ärzte noch einen Ultraschall. Befund ist unreif. Also ich spreche jetzt noch mit der Oberärztin und je nachdem wird er morgen angeleitet oder gar nicht. Also mir geht es noch relativ gut, betonen liegt natürlich auch noch, weil 2 Einleitungen habe ich ja schon hinter mir und ich weiß, dass es sich ganz schnell ändern kann. Von daher genieße ich jetzt noch die Zeit und gehe noch spazieren, solange ich noch kann. Und Emmy und Leo, vermissen die Mama? Nö. Warum nicht? Muss ich nicht vermissen. Warum vermissen die mich nicht? Ich bin mal froh, die Mutter ist die Mama aus Haus. Ich vermisse die beiden aber. Ja, wann war ich das letzte Mal von Emil so lange getrennt, ehrlich? Ja? Ja, gar nicht, genau, du sagst es. Das ist übel. Wenige Stunden später zeigt die Einleitung Wirkung. Nathalie hat in kurzen Zeitabständen immer stärker werdende Wehen. Jetzt von heute früh bis heute Abend hat sich der Befund überhaupt nicht verändert. Aber sie sagte halt, dadurch, dass das dritte Kind ist, kann es ganz schnell gehen. Wehen sind ordentlich da, alle 2 bis 3 Minuten. Ja, wie es mir geht, ja, ein bisschen, wie eine Frau unter Wehen sich halt fühlt. Also ich glaube nicht, dass es heute Abend oder die Nacht passiert. Ich denke morgen erst. Und wenn es losgeht, bin ich auch dabei. Nathalie verbringt eine weitere Nacht in der Klinik und hofft, dass sich ihr Baby bald auf den Weg macht. Ich bin jetzt mit dem Taxi ins Krankenhaus gefahren, weil Nathalie mich angerufen hat. Und sie sagt, der Muttermund ist 6 bis 7 Zentimeter offen und es geht langsam los. Also ich muss mich beeilen. Seit 6 Uhr morgens liegt Nathalie im Kreissaal. Ihre Mutter ist bei ihr und filmt mit einer Fotokamera. Kevin da, Mama da, aber ich im Endeffekt gar nicht bereit für irgendeine Geburt, weil ich habe die ganze Zeit die Beine zusammengekniffen. Ich habe einfach alles verneint und gesagt, nö, ist nicht. Ich hatte Angst vor den Schmerzen. Ich hatte so schon Schmerzen und ich hatte Angst, dass es noch schlimmer wird, wenn da jetzt noch mehr, wenn da jetzt noch was passiert. Also es wird noch schlimmer. Irgendwann war ich dann so kaum noch ansprechbar. Also ich habe dann vor mich hingeweht. Dann haben sie mir auch noch gesagt, ich soll aufstehen. Habe ich schon gesagt, nö, ist nicht.
die Hebamme kam halt zwischendurch immer wieder, hat dann auch gefragt, ob sie die Fruchtblase vielleicht aufmachen soll, dann geht es schneller, dann habe ich es schneller hinter mir. Also Presswehen hatte ich ja schon. Aber ich habe einfach nicht eine Antwort drauf gegeben. Also habe ich die Entscheidung getroffen, habe gesagt, gut, es wird jetzt so gemacht. Du musst atmen, lächeln. Und dann hat sie die Fruchtblase halt aufgemacht und dann, weiß ich nicht, ich habe dreimal gedrückt und war es auch schon da. Ich war schon froh, dass ich es hinter mir habe. Also richtig freuen konnte ich mich nicht, weil ich war einfach so kaputt und müde. Ich wollte eigentlich nur noch wieder in mein Zimmer zurück. Kleine das erste Mal auf dem Arm hatte, es war eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Bloß man war sich nur ein bisschen unsicher, weil sie halt so klein ist. Ich bin doch nicht mehr normal. Normalerweise müsste ich überglücklich sein, dass mein Kind da ist, dass das zu Hause relativ gut läuft. Ja, aber scheiße was. Im Endeffekt saß ich da und habe rumgeheult und wusste einfach nicht warum. Bin erst in so ein tiefes Loch gefallen und rappel mich dann langsam wieder auf. Und das geht dann immer so weiter. Erst dann geht es eine Zeit lang bergauf, dann geht es wieder bergab, dann geht es wieder bergauf. Ja, aber außen hin reißt sie sich zusammen. Und innerlich macht sie sich selber kaputt. Das sehe ich ja selber, aber ich kann ihr sagen, was ich will. Ich komme nicht an den Iran. Da sind unsere Kleinen. Ich hab doch hier so schön in der Tür stehen. Das sieht schon mal aus, meine Beine. Oh, du bringst die halbe Sandkiste mit nach Hause. Pfui. Vor ihren Kindern reißt sich Nathalie zusammen. Na dann, schau mal hier. Aber lass den Fuß diesmal so. Also ich finde nicht, dass die Kinder das spüren, weil sie versteckt sich sehr gut. Sie lässt es halt immer nur abends raus, wenn die Kinder im Bett sind. An wem? An mich.